und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe ein Unboxing heute für euch von der Firma Easycraft Art. Und zwar haben wir hier ein Bild, dann etwas Glitzendes und eine Box. Ja, Easycraft Art, ja, stimmt. Nur noch mal kurz gucken, ob es auch wirklich stimmt. Ich schreibe mir die Firmen immer mit auf die Tüten drauf. Nicht, dass ich da mal irgendwas verwechsel. Gerade jetzt so zu Weihnachten habe ich ja doch ein paar mehr Kooperationen angenommen, um euch ein paar schöne Sachen zu zeigen, die ich sonst so normalerweise nicht mache. Wie zum Beispiel hier diese tollen Sticker. Da gucken wir jetzt direkt rein. Die fand ich so süß. Das sind, glaube ich, 12 Sticker. Ja, die sind hier sogar drauf. Die fand ich richtig toll. Und die sind so, ja, auf so einem holographischen Untergrund. Und wir haben hier sogar eine kleine Anleitung mit dabei. Machen wir mal direkt auf und holen mal alles raus. Was haben wir hier noch mit? Ah, genau. Das hier ist so die kleine Vorschau, was so alles noch mit drin ist. Na, und ich finde es süß. Also wir haben hier eine Laterne und einen Weihnachtsmann, einen Pinguin, einen Stern, einen Weihnachtsstern, Pakete, eine Mütze, ein Weihnachtsmann, eine Weihnachtskugel, ein Rentier, ein Kopf von einem Schneemann und nochmal ein Pinguin. Ja, das fand ich richtig süß. Das habe ich gedacht, komm, das muss ich jetzt wirklich mal mitprobieren. Das ist hier unsere Anleitung, wie das so geht. Das brauchen wir nicht. Kommt gleich mit zur Seite. Gleich noch mit am Anfang zeige ich euch noch mit das Toolkit. Ist ein ganz einfaches mit einem rosanen Stift, einem kleinen Wachsblättchen und so ein ganz einfaches grünes Schiffchen. Reicht aus. Na, ist ja noch was Kleines. Wir haben natürlich auch unsere Steinchen. Und hier haben wir unsere Stickerbögen. Ja, die sind echt süß. Ich hoffe, man erkennt einigermaßen irgendwas, denn ich arbeite heute wieder mit meinem künstlichen Licht von oben. Dadurch reflektiert es natürlich. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt hier diese Holo-Sticker haben, ist es natürlich bäm. Ziemlich krass. Wir haben hier ganz normal unsere Abdeckfolie drauf. Und oh, das klebt richtig gut. Ich gucke mal, ob man das ein bisschen erkennt. Man erkennt auch wirklich den Druck gut, wo man das drauf klebt. Und der Kleber ist auch wirklich nur da, wo wir was hinkleben müssen. Hier am Rand, wo nichts geklebt wird, da ist kein Kleber. Das finde ich richtig gut. Und ich finde, die sind echt süß. Wir werden diese Sticker mal jetzt in der Weihnachtszeit machen. Da werden wir öfters mal so kleine Sachen machen. Also ich denke mal, in der Weihnachtszeit kommen öfters mal Videos, auch vielleicht nicht so lange. Aber ja, wo wir einfach so ein paar süße kleine Sachen machen, arbeiten wir mal nicht bloß an Bildern, sondern machen halt auch mal was anderes. Aber das finde ich recht süß. Gerade so auf Geschenken kommt halt so ein Sticker, denke ich, richtig, richtig schön. Oder auf Briefen. Ja, da freue ich mich drauf. Und die sind auch wirklich relativ groß. Ich kann ja mal kurz nachmessen, wie groß ist so ein Sticker. So ein Sticker ist ungefähr im Schnitt 5 cm im Durchmesser. Sehr schön. Ne? Und wir haben ganze 12 Stück davon. Was wir natürlich auch haben, sind unsere Steinchen. Und passend zum Holo haben wir Strasssteinchen. Ne? Also das ist wirklich dann absolut, ne? Absolut Funkel, Funkel und Sparkle, Sparkle. Wir machen mal hier noch die Tütchen auf. Damit wir uns die Steinchen natürlich nochmal direkt anschauen können. Wir haben hier auf den Tütchen auch direkt dann das A draufstehen oder das B für unser Symbol. Das finde ich super. Wir haben Silber, ne? Fokus. Wir haben Rot. Dann haben wir hier so eine Art, ja, Peach. Pfirsichton. Dann haben wir hier Schwarz. Nochmal ein Rot. Natürlich ein Gelb. Ein Braun. Ein Grün. Oh, ein Türkis. Dann nochmal ein etwas helleres Braun. Und ein, ja, so ein Gelb-Orange fast, würde ich sagen. Das wird schön. Also da freue ich mich. Da freue ich mich wirklich drauf, weil es einfach mal was anderes ist. Sowas in der Art habe ich nämlich noch gar nicht gemacht. Gleich wieder alles mal zurückpacken.
So. Ich muss es jetzt gerade alles wieder ein bisschen einpacken, damit ich nicht durcheinander komme. Entschuldigt das Knistern. So, die Beilagen hier, die lege ich zur Seite, weil die brauche ich dann nicht, wenn ich es mache. Deswegen werde ich das gleich wegtun. Und das legen wir uns dann zur Seite und machen es die Tage mal. So, dann habe ich hier ein Bild. Es ist ein kleines Bild, aber das hat mir echt gefallen. Das ist nämlich ein 30x30. Ich muss bloß gucken, wie rum. Okay, so rum ist es. Wir haben hier nämlich wieder so ein tolles Strassbild in 30x30. Allerdings ist 30x30 hier wieder nur die Leinwandgröße. Unsere Klebefläche ist 25x25. Aber das ist ganz gut. Manchmal sind ja die Klebeflächen von diesen 30x30 Leinwänden ja auch nur 24x24. Also das hat mich jetzt überrascht. Ich hätte mit 24 cm gerechnet. Wir haben auch insgesamt 15 verschiedene Steine. Wir haben ja auch ein paar größere Steinchen mit dabei. Das sieht man hier schon. Ne? Und wir haben hier einen Delfin im Meer und ein bisschen noch Sonnenuntergang. Ich fand das wirklich ganz süß. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und wir haben hier auch wieder unsere Staatssteinchen. Die gucken wir uns direkt an. Ihr wisst ja, wie ich auf solche Bilder stehe in letzter Zeit. Und die sind wirklich perfekt, um mal so zwischendurch mal was anderes zu machen. Ich muss jetzt bloß mal kurz gucken, wo ich hier aufmache. So, unsere Steinchen. AB-Farben haben wir hier keine. Doch, wir haben hier sogar AB-Farben. Das ist ja verrückt. Richtig schön, das freut mich. Dann haben wir hier nämlich einmal die 500, ne, die 500, die 5200 sozusagen, das Weiß. Ne? Also in Strass ist ja Weiß nie Weiß, sondern Silber. Manchmal ist es ein bisschen schwierig, finde ich, weil wenn Bilder umgesetzt werden, das natürlich dann Weiß Weiß sein soll, und dann ist es Silber. Kommt das manchmal ein bisschen komisch rüber. Und ich denke mal, bei solchen abstrakten Bildern ist das nicht ganz so schlimm. Dann haben wir hier ein schönes Hellblau, ein Gelb, Orange, so ein, ja, so eine Lachsfarbe, so ein schönes helles Rosa, ein schönes Bordeauxrot, ein Grün, nochmal ein Hellblau, ein Petrolton. Oh, das ist wieder total nice. Dann haben wir hier so schöne große Runde mit AB-Überzug. Richtig schön. Dann haben wir hier sogar Sternchen. Wow, die habe ich jetzt hier gar nicht gesehen. Ach doch, hier sind wirklich noch Sternchen mit dabei, oder? Ja, verrückt. Zeige ich euch gleich mal mit auf der Leinwand. Schönes Dunkelblau. Ein Grau. Dann so ein, ja, so ein Matschton. Und große, runde Blaue. Ja, wo haben wir hier die Sterne? Die Sterne sind hier, ich glaube, das C. Genau, C. Und ihr seht jetzt auch schon direkt den Druck. Der sieht wirklich phänomenal gut aus. Also das wird ein schönes Projekt, denke ich. Da freue ich mich drauf. Und ich finde es vor allen Dingen schön, wenn halt auch immer so ein paar etwas größere mit dabei sind. Und ja, es ist schön farbenfroh. Das mag ich wirklich. Weil gerade wenn man jetzt mal doch an einem größeren Bild pendelt, ne, ihr wisst, ganz schnell bleibt ja dann doch mal die Laune auf der Strecke, wenn man immer nur dasselbe klebt. Und gerade hat man ja zum Beispiel ein Bild, was nicht so farbig ist, da kann man halt so ein süßes, kleines Snackbild, was dann doch ein bisschen bunter ist, super mit so zwischendurch mit pendeln, finde ich. Richtig, richtig toll. Wir machen nochmal Lärm und packen unsere Steinchen weg.
So schnell geht das. Und rollen das wieder zusammen und ab in die Hülle damit. Und dann haben wir noch eine schöne Sache. Und zwar kommen wir jetzt hier zu diesem kleinen Koffer. Diesen Koffer habt ihr schon ein paar Mal von mir gesehen. Den suche ich mir immer gerne mal wieder mit aus, weil ich finde die sowas von praktisch. Das ist meine absolute Lieblings-Sortiermethode. Deswegen zeige ich das immer mal wieder mit. Und auch in Paint With Me's seht ihr öfters mal solche Koffer bei mir. Dieser ist jetzt ein bisschen kleiner. Er hat einen roten Reißverschluss. Rot habe ich glaube noch nicht. Ich habe den jetzt in Blau, in Lila und jetzt in Rot. Und es ist ein 30er Koffer, ne? Der ist ein bisschen kleiner. Die gibt es ja auch als 60er. Die nutze ich wirklich richtig, richtig gerne bei meinen großen Projekten. Und dieser hier ist ein 30er Koffer. Wir haben hier auch kleine Labels mit dabei für unsere Döschen. Und das sind die Döschen, die da mit dabei sind. In die Döschen passen, glaube ich, so ungefähr 1000 bis 1200 Steinchen rein. Da passt gut was mit rein, ne? Und selbst wenn man nicht alle Döschen, oder Stößchen, nicht alle Steinchen hier in die Döschen passen, dann kann man die restlichen Tütchen hier mit rein tun. Und hat die halt ordentlich verpackt, ne? Also ich liebe diese Dinger. Die sind auch wirklich schön stabil. Wir haben einen kleinen Henkel mit dabei. Und der Reißverschluss, der ist auch wirklich schön. Ne? Das ist, hier kriegt man eigentlich eine echt gute Qualität. Und ja, ich bin begeistert. Ich nutze sie wirklich sehr gern. Einen so einen kleinen Koffer habe ich ja, glaube ich, für mein Strandbild, was ich so mal draußen im Garten mache. Das hatte ich auch von der Kooperation. Allerdings weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich das Strandbild jetzt im Winter fertig machen werde oder ob ich mir das nicht einfach dann für den Sommer aufhebe, wenn wir wieder raus in den Garten können. Na, also muss ja nicht dann Sommer sein, sondern ich bin ja auch schon im Frühling da draußen, sobald es ein bisschen schöner wird und wärmer wird, dass man sich raussetzen kann. Ja, nee, also, ne, also die Dinger kann ich nur empfehlen. Sie sind wirklich richtig, richtig toll. Den werde ich jetzt auch nicht wieder zurück in die Knisterfolie packen. Das kommt direkt weg. Und der kommt hier zu meinen Koffern. Wenn ich die nämlich brauche, kann ich die dann perfekt nehmen. Na, und gerade so mit 30 Dosen, das ist für Snackbilder ideal. Die sind ja meistens nicht mehr als 30 Farben. Manchmal schon, aber nicht immer. Deswegen wirklich perfekt. Und man hat alles ordentlich aufgeräumt. Und hier in diesem Netz tue ich halt dann auch ganz oft noch mein Schiffchen rein, ein bisschen Wachs. Und mein Stift und dann habe ich immer alles beisammen und muss gar nicht so viel mitschleppen. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Also so eine Dinger, da bin ich süchtig danach. Und jetzt sind wir auch schon am Ende des Videos. Wir hatten wunderschöne Sachen. Wir hatten den Koffer, ein süßes kleines Snackbild und die Holo-Sticker, die halt so richtig krass funkeln. Ja, die werdet ihr bald wiedersehen. Vielleicht auch mal das Snackbild. Ja, und der Koffer, der wird euch öfter mal begegnen, denke ich. Weil, wie gesagt, die liebe ich. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und seid ihr neu auf meinem Kanal, dann abonniert diesen doch auch sehr gerne. Und dann verpasst ihr keine neuen Updates hier bei mir auf Thoma Feas Welt. Okay. Dann war's das für heute. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.